Hallo zusammen. Ja, ihr habt es ja vielleicht im letzten Video gesehen. Wir waren also kürzlich im Urlaub auf Mallorca und haben da das Opening von Krümel Stadel besucht. Aber das war nicht das Einzige, was wir besucht haben, wo jetzt quasi Auswanderer von der Sendung Goodbye Deutschland von Vox ja, involviert waren, sondern wir haben mehrere Locations besucht. Und da zeige ich euch jetzt in diesem Video mal, wo wir waren. Ich erzähle euch so ein bisschen, wie war es denn? Waren denn überhaupt die Stars? Kann man gar nicht so sagen, weil sind ja im Prinzip normale Leute wie du und ich, die einfach nur beim Auswandern begleitet wurden und jetzt halt so ein bisschen bekannt sind. Aber ich sage jetzt einfach mal, die Stars in Anführungsstrichen überhaupt vor Ort und wenn ja, wie waren die denn so? Ja, und dann nehme ich euch mal mit durch unsere Woche, wo wir an verschiedenen Tagen auch bei diversen Locations oder auch im Laden von der Jenny waren. Ja, und da sage ich euch mal so ein bisschen, wie es denn war, ob sich das lohnt und wie es uns gefallen hat. Ja, Freitag sind wir angekommen und Samstag war halt dieses Opening von dem Iron Diner von der Caro und dem Andreas. Ja, die sind ja im Moment so ein bisschen negativ in den Schlagzeilen. Ich muss sagen, ich fand die immer cool, weil die so authentisch rüberkommen und die Caro einfach auch ihr Ding macht. Die lässt sich nicht beirren, auch wenn viele eben an der Optik immer was zu nörgeln haben. Und ich habe das Ganze drumherum mit Sommerhaus der Stars und so, sowas gucke ich nicht wirklich. Das habe ich nicht mitbekommen und von daher interessierte mich da auch erstmal eigentlich nur das Konzept an sich, beziehungsweise diese Burger, die ja quasi gesundes Fastfood darstellen. Wenig Fett, wenig Kohlenhydrate, kein Zucker wird verwendet und so. Und schon damals, als sie das erste Mal in der Sendung Goodbye Deutschland erzählt hatte, dass sie sowas aufmachen wollen und dann ja auch den Laden in Palma eröffnet haben, habe ich immer gesagt, boah, wenn wir mal nach Mallorca zum Urlaub fliegen, dann will ich aber da mal einen Burger essen. Ja, und diesmal war es dann wirklich sehr passend, dass an dem Tag eben das Opening von dem neuen Restaurant in Cala Mayor war. Und da sind wir hin. Und ja, wie ihr seht, also beide waren auch anwesend. Die waren auch total nett. Man konnte Fotos machen. Caro war ganz oft an den Tischen von den Gästen. Also auch bei uns hat mal Smalltalk gehalten. Ja, und das Essen, also ich muss sagen, der Burger hat richtig, richtig genial geschmeckt. Also ich lasse dafür wirklich so einen normalen Burger stehen, quasi. Und wir haben nun wirklich schon mehrere Burger auch gegessen, auch schon in den USA und so. Aber den fand ich wirklich richtig lecker. Vor aller Dingen, weil man ja immer denkt, ach, gesunder Burger. Und wenn da das Fett nicht drin ist, wie soll das schmecken? Wir fanden es wunderbar. Also auch mein Mann fand es total klasse, hat gut geschmeckt. Wir haben es dann als Nachspeise, weil nichts anderes mehr reinpasste. Also es hat wirklich super satt gemacht, obwohl da jetzt keine Pommes oder irgendwas bei waren. Haben wir uns zur Nachspeise nur noch so einen ja, Proteinshake gegönnt. Und der war auch total lecker, kam, wie ihr seht, in so schönen Gläsern, war also alles ganz toll gemacht. Ja, es waren an dem Tag wohl noch viele andere Mallorca-Stars oder Reality-Soap-Stars, wie man die nennen soll, da irgendwie ein Bachelor noch. Ich kannte die alle gar nicht. Der Bachelor, der war dann ja auch noch mal beim Krümelstadel, habe ich auch beigeschrieben. Ich kannte den vorher nicht. Ich kannte von den Medien jetzt gerade mal diesen Paul Janke heißt er, glaube ich. Also das ist einfach nicht so meine Welt. Von daher kannte ich die alle nicht, aber da waren viele dann auch da und es war ganz entspannt alles. Ja, und auf jeden Fall, also wenn ihr da mal seid, lohnt sich jetzt unabhängig davon, ob man jetzt die beiden mag, ob man die beiden treffen möchte, wobei das ja von anderen Inhabern jetzt geführt wird und die jetzt nur bei der Öffnung, soweit ich weiß, da waren. Aber unabhängig davon, wenn ihr jetzt sagt, ach, interessiert mich mal, wie sowas schmeckt, geht da gerne hin. Preislich war das mehr als okay. Ja, und von daher, das war also unsere erste Station quasi bei den Goodbye Deutschland Auswanderern. Ja, und quasi im Prinzip so ein paar Läden nebenan oder so ein paar Gebäude nebenan ist dann auch schon die Boutique von der Jenny, dieses Jenny Deluxe. Und wir sind da zigmal dran vorbeigegangen und haben das irgendwie völlig übersehen, weil der Laden ist total unscheinbar und man sieht jetzt auch, das Schild ist so weit oben, haben wir gar nicht wahrgenommen und haben immer nur gedacht, Mensch, das muss doch hier sein, Google Maps und so weiter. Und dann haben wir es gefunden und ich wollte ja unbedingt ein Schäfchen-Shirt und das habe ich auch bekommen. Ich schwenk mal runter. Ja, leider nicht mehr in Schwarz. Ich wollte es gerne in Schwarz, aber da hatten die gar nichts mehr von da. Schade, schade, denn die Jenny mag ich ganz, ganz besonders. Ich bewundere diese Frau, weil die einfach so viel auch als alleinerziehende Mama da gewuppt hat und alles. Leider, leider war sie an dem Tag nicht im Shop. Der Mitarbeiter, der da war, war aber total lieb. Ich habe dann auch noch gefragt, ich so, oh, Jenny heute leider nicht. Dann, nee, heute nicht. Und dann habe ich gefragt, ob er weiß, wann sie so die nächsten Tage nochmal reinkommt, weil wir da gerade erst auf Mallorca angekommen sind und wir überlegt hatten, vielleicht fahren wir ja nochmal hin oder so. Und da hat er uns dann auch gesagt, ja, eigentlich so ab Dienstag wieder nachmittags und.
Ja, war also super nett. Shirt habe ich bekommen, leider Jenny nicht gesehen, aber die Boutique sieht ganz schön aus, so von innen ist alles klein schnuckelig. Sehr freundliche Beratung von dem Mitarbeiter gewesen, der auch vieles, der ist extra noch ins Lager gegangen, weil das Shirt da nicht mehr war und hat dann noch was probiert und. Ja, also von daher, da kann man auch also sehr gut mal hingehen und vielleicht habt ihr dann mehr Glück, dass Jenny dann da ist, weil ich glaube, das ist auch eine wirklich nette, die man dann da antreffen kann. Unser nächster Halt war das Martiki in Kalaratjada. Das ist ja von der Peggy und dem Steff das ganz neue Lokal. Und da haben wir auch schon bei den Folgen von Goodbye Deutschland gesagt, wow, das scheint ja cool zu werden, weil die haben das ja alles nochmal komplett noch wieder vor der Eröffnung umgemodelt, weil die auf einmal gemerkt haben, Mensch, da ist so, sind so Sachen im hawaiianischen Stil so ein bisschen und so weiter. Das würde denen auch ganz gut gefallen. Und als sie so ein bisschen da für die Sachen shoppen waren und ein bisschen geschaut haben, was wollen die haben für die Einrichtung, haben wir schon gesagt, boah, das sieht aber cool aus. Wenn die das umsetzen, wäre das echt mal was, was uns auch gefallen würde. Ja, und da sind wir dann auch gewesen, haben da halt diese leckeren Eistees, hausgemachte Eistees getrunken, waren auch nicht so süß, nichts, war super, super lecker. Leider aber auch dort Pech gehabt. Weder Peggy noch Steff waren da, aber auch da ein ganz tolles, nettes Service-Team. Das waren wirklich sehr nette Mädels, wohl Spanierinnen, also Einheimische, weil viele ja auch immer sagen, geht doch lieber da die Einheimischen unterstützen, wenn ihr da schon hingeht. Mal davon ab, dass die Leute, die dahin ausgewandert sind, dann ja auch sowas wie einheimisch im Sinne von, sie machen da was für die Wirtschaft sind und müssen da ja auch leben, ist es ja auch so, dass die durchaus alle auch Mitarbeiter von dort haben teilweise und dass man ja auch die ganzen Sachen, die man dort braucht, sei es Lebensmittel, sei es Getränke und so weiter, da irgendwo einkauft und somit so oder so die Wirtschaft dort fördert. Von daher, aber das nur am Rande für wen es interessiert. Also als wir da waren, waren das offensichtlich Spanierinnen, die da auch teils bedient haben. Ja, ganz, ganz tolle Atmosphäre, wie man sieht, ganz toller Blick aufs Meer. Also wir fanden das richtig toll und unabhängig davon, ob nun die beiden da sind oder nicht, also da würden wir auf jeden Fall nochmal wieder hingehen, wenn wir da wären, weil es einfach eine richtig tolle Location ist. Preise auch soweit okay. Ihr bekommt da auch noch solche Bowls, kann man also auch noch essen und so weiter. Aber wir hatten da mittags noch gegessen und von daher haben wir da nur was getrunken. Aber wir finden, es lohnt sich auf jeden Fall. Mein Mann war auch ganz angetan. Ja, und ansonsten muss man dann gucken, ob man da irgendwann dann auch das Glück hat, dass einer von beiden oder sogar beide da sind. Ja, und dann haben wir in Pagera das Ganze noch verbunden quasi, waren ja bei dem Opening von Krümel Stadel und im Video habe ich es da vorher auch schon gesagt, dass wir gucken wollten, weil dort ist ja auch das Red Rubber Duck und auch das Schwarzwaldcafé. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich könnte jetzt nicht mehr namentlich nennen, wer das Schwarzwaldcafé und das Red Rubber Duck betreibt. Das ist mir noch präsent. Ich habe dort die Geschäfte oder quasi die Namen der Location im Kopf von den Auswanderern, aber irgendwie diese Person nicht so präsent wie all die anderen, die man vielleicht da auch ein bisschen mehr gesehen hat oder präsenter hat. Dennoch haben wir halt geguckt. Das Red Rubber Duck war leider komplett zu. Das sah fast noch so aus, als würde das auch gar nicht mehr aufmachen. Also das war richtig verlassen und auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen runtergekommen, aber es sah wirklich so aus, als ob das jetzt dicht ist und da auch nichts wieder passieren soll. Ob das so ist, habe ich jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Aber da konnten wir leider nichts trinken, was wir eigentlich vorhatten, bevor es eben dann später ins Stadel gegangen wäre. Ja, und so haben wir uns dann in dem Schwarzwaldcafé einfach so eine Eisschokolade gegönnt. Die war auch total lecker, war auch schön aufgemacht. Und ja, also sie habe ich da kurz einmal gesehen. Er war gar nicht da, also zumindest habe ich ihn so nicht gesehen. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so ganz so spektakulär, sage ich mal, wie eben bei den anderen Sachen, wo man dann auch wirklich so einer Jenny entgegengefiebert hätte oder wo Caro und Andreas wirklich die ganze Zeit beim Kunden waren, sondern das ist eigentlich ein Café, was jetzt so weit ab von diesem ganzen Trubel auch vielleicht so ein bisschen ist, den Vox sonst vielleicht auch für einige Auswanderer dahin gebracht hat. Lecker war es auf jeden Fall, gemütlich ist es da auch, also kann man mit Sicherheit durchaus machen. Ja, und dann ging es halt zu Krümelstadel. Ja, und das Video zu Krümelstadel, das verlinke ich auch nochmal oder verlinken wir dann am Schluss nochmal. Es war eine richtig coole Eröffnung insofern, dass ich einfach die Krümel total sympathisch finde. Wie gesagt, ich gucke das schon länger und fand sie eigentlich immer ganz toll, so von ihrer Art, so ein bisschen kleiner und ein bisschen hier so, ja, wuselig und alles, fand ich immer cool und hab mal gesagt, ach so, Krümelstadel könnte man auch mal schauen, auch wenn wir nicht so die typischen Leute sind, die jetzt diese Ballermann-Partys oder so gucken würden. Ich kannte, wie ich es in dem anderen Video auch gesagt habe,
eigentlich so ziemlich niemanden von diesen Stars, die da anwesend waren, aber ja nicht auftreten durften, also auch nicht singen durften oder so. Aber darum ging es mir in dem Moment auch nicht. Ich wollte einfach mal gucken, wie ist denn die Location. Ich wollte auch einfach mal wieder ein bisschen Stimmung, ein bisschen was unter Leute, weil das eben da möglich ist. Und hier ist ja alles noch so ein bisschen, ja, jetzt langsam wird es ja überall lockerer, aber zu der Zeit war auch hier vorher noch gar nichts möglich. So. Und da war es wirklich so, dass eine tolle Atmosphäre war. Wir saßen an einem Tisch mit zwei weiteren, also noch so ein paar Pärchen. Das war ganz locker. Wir haben uns gut unterhalten, haben was getrunken, haben Sangria getrunken, Cocktail getrunken. So, es lief ein bisschen Musik, halt eher leiser im Hintergrund. Die durften, glaube ich, auch nur eine bestimmte Dezibelzahl haben, was auch immer. Ja, und dann hat halt Krümel das Ganze eröffnet. Die weitestgehend komplette Eröffnungsrede habt ihr in dem anderen Video dann nochmal. Ja, und eigentlich war es einfach nur so, dass ich gesagt habe, es ist mal wieder so wie normales Leben. Also ein bisschen mehr Leute auf einem Fleck, relativ gute Stimmung, viel Lachen und sowas. Ja, und das haben wir sehr genossen. Krümel total lieb, wenn auch ziemlich hektisch und aufgeregt. Sie hatte ja so ein bisschen Angst, dass wieder irgendwo eine Corona-Maßnahme nicht so eingehalten wird, wie es soll. Und dann kommt die Polizei und hat man alle nicht gesehen. Aber es lief alles ganz ruhig. Wir hatten einen schönen Nachmittag da, sind gegen frühen Abend dann gegangen und haben somit den wirklichen Bachelor, sage ich jetzt mal so, also den ich jetzt auch mal zumindest namentlich und vom Bild her kannte, verpasst, weil dessen Flugverspätung hat. Eigentlich schade, ich habe im Nachhinein noch gesehen, der ist dann wirklich mit Rosen da durch die Gegend und hat jeder Frau noch rote Rose geschenkt. Es stand der Strauß Rosen schon da in der Location und ich habe da noch zu meinem Mann gesagt, ich so, oh, der Bachelor versteilt nachher bestimmt die Rosen. Ja gut, wir waren nicht mehr da, ist aber nicht so schlimm, weil ich habe meinen braucht man ja eh schon hier, da brauche ich keine Rose vom Bachelor, aber wäre sicher lustig gewesen. Ja, alles in allem, super schöner Nachmittag, super nette Inhaber, auch er selber, Daniel heißt er, glaube ich, also bei dem ist jetzt auch schon wieder so, Krümel, Marion, das hat man so im Kopf, aber bei ihm habe ich mir den Namen wieder mal nicht gemerkt, aber auch super nett, hat sich um die Gäste gekümmert, ja, also kann man sich ja auch mal hingehen, wenn man gerade da ist. Ja, und ansonsten muss ich sagen, ich war recht positiv überrascht von allen Locations und auch von den Auswanderern, die wir treffen konnten. Ja, und dann so, insofern, wenn ihr also mal auf Mallorca seid und seid vielleicht auch Fans dieser Sendung oder guckt das gerne, wie auch immer man das bezeichnen will, macht einen Abstecher hin, schaut einfach mal rein. Also wir haben es nicht bereut, wir haben uns überall wohlgefühlt und würden auch sicher nochmal wieder dort, ja, eigentlich zu jeder Location auch mal wieder hin. Und ansonsten war es generell ein sehr, sehr toller Urlaub auf Mallorca. Ganz anders, ganz lässig wie hier. Auch das mit der Maskenpflicht und so wurde nicht so heiß gegessen wie gekocht. Aber dazu mache ich dann vielleicht nochmal ein extra Video, so ein bisschen erzählen, wie ist es denn aktuell auf Malle gewesen und so weiter. Weil für uns ist das einfach mehr als nur der Ballermann. Klar, der gehört dazu und auch wir würden sicher, wenn wir da mit Leuten aus unserem Fanclub oder so hinreisen, ganz sicher auch mal einen Abend dort verbringen, wenn das alles wieder locker möglich ist. Aber an sich sind wir schon Leute, die die Insel dann auch mal erkundet haben mit Mietwagen und auch so ein bisschen beruflich natürlich geschaut haben, wo könnte man Kunden was empfehlen. Wir sind ja in der Reisevermittlung tätig und von daher war das jetzt kein typischer Partyurlaub. In diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss bis zum nächsten Mal und euch allen noch eine schöne Zeit, falls einer jetzt demnächst auch in Urlaub fliegt, nach Mallorca oder wo auch immer hin, auf jeden Fall auch einen schönen Urlaub. Bis dahin sage ich Tschüss.